Michael und Robert Bever sind die Mörder ihrer eigenen Familie. Doch das soll der erste Anfang ihres verrückten Plans werden. Es war der 22. Juli 2015 um 23.30 Uhr. Die Notrufzentrale in Oklahoma, Broken Arrow, erhielt einen Anruf vom damals 12-jährigen Daniel Bever. Broken Arrow 911. Hello? Hello. Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No. My brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. He has an idea of stealing me. Okay, who's attacking your family? What? Who's attacking your family? Yes. Who is it? Do they? Are you there? Hello? Hi, what's going on there? What's going on there? Hello? Hello? Schreie und eine weitere männliche Stimme waren im Hintergrund zu hören, bevor die Telefonverbindung unterbrach. Nach einem erneuten gescheiterten Versuch, den Vater David Bever zu erreichen, wurde die Polizei über den georteten Standort der Familie informiert und eilte umgehend zum Tatort. Als die Beamten eintrafen, sahen sie das Blut auf der Veranda des Hauses. Die Polizei näherte sich langsam dem Hauseingang. Nachdem sie einige Male an die Tür klopften, hörten sie eine kraftlose, schwache Stimme, die um Hilfe rief. Gewaltsam drangen die Beamten in das Haus ein. Dort fanden sie dann die 13-jährige Crystal Bever vor. Sie hatte mehrere Stichwunden im Bauch und im Schulterbereich. Ein zusätzlicher Schnitt in ihrer Kehle hatte dafür gesorgt, dass sie in Lebensgefahr schwebte. Die Polizei brachte daher erst Crystal Bever in Sicherheit, bevor sie das Haus weiter durchsuchten. Doch kurz darauf fanden die Beamten ein riesiges Blutbad und mehrere Leichen vor. Die beiden Brüder aber flüchteten beim Eintreffen der Polizei durch die Hintertür des Hauses und rannten in ein Waldgebiet. Mit Hilfe von Polizeihunden konnte man aber die beiden noch rechtzeitig einholen, festnehmen und verhaften. Bei dem Familienmord kamen 5 Menschen ums Leben. Die beiden Eltern sowie 3 Kinder wurden erstochen. Am Tatort wurden blutbedeckte Kampfmesser, Beile und andere spitze Gegenstände gefunden. Mehr als 100 Einstichwunden konnten vom Gerichtsmediziner festgestellt werden. Viele Wunden der Opfer befanden sich im Kopf, Nacken, Schulter und Bauchbereich. Nur das 13-jährige Mädchen Crystal überlebte mit ihrer 2-jährigen Schwester. Sie konnte ihre Brüder als Mörder identifizieren. In meinem Polizeiverhör erzählt Michael Bever über die Tat und über den gescheiterten Plan. Den Link dazu findest du unten in meiner Videobeschreibung. Robert Bever gestand die Morde und behauptete, dass seine beiden Eltern ihn und seinen Bruder gehasst und misshandelt haben. Auch erzählte er der Polizei, genauso wie Michael, über ihren Plan. Denn beabsichtigt war nicht nur der Familienmord, sondern mehrere Personen an verschiedenen Orten zu ermorden, eine Schießerei zu starten und die Leichenanzahl von über 500 zu erreichen. Ihre Vorbilder hierfür waren viele bekannte und berühmte Massen- und Serienmörder. Die Leichen ihrer Familie wollten sie in kleine Stücke zerhacken und in einem Lagerbehälter im Dachgeschoss aufbewahren. Auch fand die Polizei bei weiteren Hausdurchsuchungen mehrere Schusswaffen, Schutzwesten und über 3000 Schuss Munition.
Die Polizei bezeichnete die Morde als schlimmstes Ereignis in der Geschichte von Broken Arrow. Die Brüder wurden wegen Mordes ersten Grades und Körperverletzung mit Tötungsabsicht angeklagt. Die Richter hatten zwischen einer lebenslangen Haftstrafe und der Todesstrafe zu entscheiden. Aber die Verteidiger der Angeklagten versuchten alles Mögliche, um die Todesstrafe zu verhindern. Michael verhielt sich sehr zurückgezogen. Die Eigenschaften von seiner Erziehung merkt man ihm an. Aber wir schauen nach vorne und suchen Zeugen, die Informationen haben, damit wir die Geschichte so gut wie möglich nacherzählen können. Denkt daran, dass das seine Familie ist und er sehr schwere Dinge vorgeworfen bekommt. Und manchmal denke ich, dass Anwälte und vor allem auch Leute im Gerichtssaal vergessen, dass er ein Mensch ist. Er hat Familienangehörige verloren und das ist sehr emotional für ihn. Das ist eine Tragödie von unglaublicher Dimension. Wie auch immer, mein Mandant wird im Gefängnis ein leichteres Leben haben, als er es zu Hause hatte. Und mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Die Verteidiger argumentierten auch, dass die Mandanten alleine im Gefängnis sterben und dies der Todesstrafe gleichkommen würde. Auch sollten die beiden Brüder rehabilitiert werden, anstatt nur inhaftiert zu werden, da sie von ihren Eltern missbraucht wurden. Für den Missbrauch aber gab es jedoch keine Beweise. Das Licht am Ende des Tunnels für Michael Bever ist, dass ich für ihn da bin und ihn verteidigen kann. Sie rammten ein Messer in den Nacken ihrer Schwester. Und dann sind sie auf ihre Mutter losgegangen und haben bei ihr 40 oder mehr Wunden hinterlassen. Dann haben sie ihren Vater gejagt und im Schlafzimmer erstochen. Und dann hatten sie die Dreistigkeit, an der Zimmertür zu klopfen, um ihre kleinen Geschwister herauszulocken, sie zu erstechen und Spaß daran zu haben. Das ist wirklich unglaublich. Ich frage mich, wann sie ihre gerechte Strafe bekommen. Denn möchtest du mal der nächste Nachbar von ihnen sein? Michael und Robert Bever wurden beide zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Inhaftierung der beiden erfolgte jedoch in verschiedenen Gefängnissen. Der ältere Bruder Robert Bever versuchte sich 2016 im Gefängnis selbst mit einem Bettlaken zu erhängen. Der Versuch scheiterte jedoch und er wurde unter Aufsicht einer Selbstmordwache versetzt. Michael Bever dagegen führte im Gefängnis ein Tagebuch, bei dem wir uns jetzt ein paar Einblicke verschaffen. Die Polizei bezeichnete das Buch als krankhaft und gewalttätig. Es beinhaltet ihn selbst und seinen Bruder Robert. Darin stellt Michael seine durchgeführten Taten während und nach dem Familienmord dar. Er benannte verschiedene Personen namentlich und machte eindeutig klar, wer seine Vorbilder sind: Massenmörder und Serienmörder. Sein letzter Eintrag in das Tagebuch beinhaltet ein Monster, das um die Erde reist und sich einen Menschen nach dem anderen holt. 2017 sammelte die Stadt Geld, um das Beverhaus endgültig abzureißen. An dieser Stelle solle dann eine Gedenkstätte mit Garten angelegt werden. Dieses Vorhaben wurde dann auch später 2019 umgesetzt und bekam den Titel The Bever Family First Responders Memorial Park. Die beiden Schwestern wurden nach dem tragischen Ereignis vorübergehend in die staatliche Obhut genommen. Was denkst du über die beiden Brüder? Lass mich deine Meinung dazu wissen und schreib sie in die Kommentare. Über ein Abo von dir würde ich mich riesig freuen, denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Aktiviere die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.